Krokodil unterm Bett von Ingrid und Dieter Schubert. Was liegt denn da? Lotte sieht Karlchen sofort. Schnell macht sie die Tür hinter sich zu. Da ist ein Krokodil unter meinem Bett, ruft sie laut. Und ich habe überhaupt keine Angst. Aber Karlchen, er versucht, sich zu verstecken. Komm runter von meinem Schrank, sagt Lotte streng. Traust du dich, durch den Reifen zu springen? Hui, natürlich. Karlchen ist jetzt zahm wie ein Tiger. Sie machen Kunststücke, bis sie außer Puste sind. Hey, nicht einschlafen, befiehlt Lotte. Jetzt hab ich Hunger. Karlchen legt sofort los. Zusammen backen sie wohl 1000 Pfannkuchen. Jetzt hat Karlchen eine gute Idee. Er zeigt Lotte, wie man bastelt. Ein Eierkarton-Krokodil. Hey, das sieht gefährlich aus. Karlchen klebt von Kopf bis Fuß. Ab unter die Dusche, sagt Lotte. Karlchen ist nicht wasserscheu, zum Glück. Das hat Spaß gemacht, sagt Lotte. Und nun will ich eine Geschichte. Karlchen erzählt von seinen frechen Späßen und seinen wilden Streichen, bis Lotte eingeschlafen ist. Mucksmäuschenstill schleicht Karlchen aus dem Zimmer.